Der Bregaran meldet sich zurück aus der Welt von Drakensang Online und zwar mit einem Infovideo, wie es jetzt in Zukunft mit meinem Charakter hier aussehen wird. Gleich mal vorweg, keine Angst, ich lösche den Charakter nicht und ich werde auch nicht wirklich mit DSO aufhören. Momentan heißt es einfach mal eine circa zweimonatige Pause einlegen. 2 Monate klingt viel und ich werde auch mal den Hintergrund einer ganzen Sache erläutern. Und zwar sieht es so aus, ich befinde mich ja noch immer in Ausbildung und momentan bin ich seit 3 Wochen in der Berufsschule. Und in der Berufsschule, wir haben da relativ wenig Freizeit. Das Ganze richtet sich am Tag, dass man in etwa 1,5 bis 1,75 Stunden Freizeit hat, die man selbst eingeteilt zur Verfügung hat. Der Rest befindet sich, also erinnert sich aus Essen, Schlafen gehen, Lernen. Und die anderen 1,5 Stunden des Tages sind Freizeit. Und in diesen 1,5 Stunden will ich nicht unbedingt zwangsweise DSO spielen, weil es einfach, bin ich froh, wenn ich mit ein bisschen die Beine vertreten kann, beziehungsweise auch mit den Kollegen was machen, wenn man am Tag 11, 12 Stunden in der Schule sitzt und dann am Abend muss man nicht noch vorm Rechner sitzen. Das heißt, das Ganze geht bis circa zum 12. April, dass es bis zum 12. April ich wenig bis gar nicht, eventuell nur am Wochenende ein klein wenig in-game anzutreffen bin, beziehungsweise auch die Videos etwas eingestellt werden. Also es kann sein, dass in den 2 Monaten vielleicht maximal 2 bis 3 Videos, wenn ich es hinbekomme, online kommen. Ein paar Ideen habe ich schon, was ich noch machen wollte. Und danach bin ich eigentlich dann wieder relativ aktiv am Mitspielen. Sofern Big Mom da jetzt auch nicht irgendwie sagt, okay, ich hau nächste Woche Levelerweiterung raus bis Level 100 und ändere die Steine und ändere die Bits und was da. Guck, was alles noch, dass ich überhaupt keinen Anschluss mehr finde, aber das bezweifle ich ein klein wenig, auch wenn es Big Mom ist und man denen nicht so wirklich voraussehen kann, was die für uns Spieler so an Neuerungen bringen werden, haben die doch ein gewisses Tempo, dass man nicht ganz den Anhalt verliert. Vorweg bin ich auch ein klein wenig froh, momentan von DSO eine kleine Pause einlegen zu dürfen, weil man merkt doch, seit das letzte Release aufgespielt worden ist, gewisse Bereiche im Spiel fangen an, langweilig zu werden. Ich bin jemand, der spielt überhaupt kein PvP mehr, seit ich alles erreicht habe, was ich da erreicht haben wollte. Ich könnte die Edelsteine alle nach oben bringen, was ich eigentlich bis jetzt nur bei einem gemacht habe, was sich ein klein wenig zieht. Dann, was sich noch mehr zieht, sind Items mit Platin-Werten finden. Ich gehöre zu den Spielern, denen droppt das so ziemlich überhaupt nicht, beziehungsweise einfach nur mäßig. Irgendwo hier habe ich so ein paar Dinger rumliegen. Mal schauen, hier habe ich zum Beispiel sowas schon gebaut und ist momentan alles ein klein wenig unsortiert, weil ich mir für den Zeitraum aktuell kein Premium holen will, weil wenn ich im Monat keine 5 Stunden zum Spielen komme, gebe ich nicht 10 Euro aus für Premium. Dass da bei den Items nichts weitergeht, ist Craften, das war von vorhinein schon immer verhext, das ist keine Neuerung. Und mit den Events ist ja momentan auch nicht gerade wirklich das die Größe am Start. Also aktuell läuft hier das Neumond-Event, das habe ich heute ein wenig gespielt. Dann kommt wieder Vollmond-Event, dann kommt vielleicht wieder das Wissens-Event, was mal war, aber wirklich was Großes, so wie Dragan-Event oder sowas, steht der aktuell nicht am Plan, soweit ich das mitbekommen habe. Und zu den Ostern kommt da so und so irgendein abgeändertes Osterevent. Auf das freue ich mich dann wirklich schon. Weil ich genau kurz davor Berufsschule aus habe. Und dann geht es hinein in das Osterevent. Und für alle, was jetzt gerade nichts mit DSO zu tun hat, zu den Ostern geht Game of Thrones weiter. Für alle, die was hier Game of Thrones Fans sind, schreibt einfach mal Hashtag Hodor in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. So. Dann zusätzlich zur Video- und zur Gaming-Pause muss ich noch sagen, dass ich auch bis Ende April leider keine Livestreams machen kann, da ich von YouTube eine Verwarnung bekommen habe. Das Ganze hat irgendwas mit der Rundfunklizenz zu tun, auch wenn ich mir gedacht habe, wieso betrifft mich das? Weil eigentlich betrifft das nur Streamer, die was 500 und mehr Zuschauerpotenzial haben und ich gerade mal in einem Stream zwischen 40 bis 80 unterwegs war.
Aber anscheinend geht's doch, und das Ganze ist begründet, dass man da irgendwie gemeldet worden ist. Ich wurde da irgendwo Anfang des Jahres gemeldet von irgendeinem User, den es nicht gepasst hatte, dass ich gestreamt habe. Danke schon mal im Vorhinein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe keine komplette Sperre bekommen, nur halt mal eine, also kein Verbot, sondern nur eine 3-monatige Sperre, dass ich in den Zeitraum nicht auf YouTube streamen darf, bis das Ganze mal abgeschlossen ist. Weil momentan ist auch noch das Thema mit Artikel 13 und so weiter und so fort, auf das ich jetzt nicht genau eingehen werde. Ich könnte natürlich auch bei Twitch streamen, was ich aber nicht mache, da es einem YouTube-Partner verboten ist, laut den AGB auf einer anderen Plattform zu streamen, auch wenn das zu ziemlich 99% des Internets macht. Deswegen warte ich da einfach mal die Frist ab bis Ende April, und dann können wir ja gemeinsam wieder mal in DSO hineinstarten. Werde ich wieder mit Stream starten, dass ihr mitlaufen könnt. Werde wieder mit den Videos aktiver starten. In der Zwischenzeit bis April eventuell 2, 3 Videos, wenn ich es schaffe, die zu machen. Weil ein paar Ideen habe ich, was ich noch unbedingt machen wollte bis zu dem Zeitraum. Es wird sich noch ein bisschen in die Länge ziehen, da ich ja in der Woche nur einen Tag zu Hause bin. Und ja, das wollte ich mal vorab angekündigt haben. Nicht, dass sich die Leute wundern, wieso bin ich nicht mehr online, wieso kommen keine Videos mehr, habe ich überhaupt schon mit dem Spiel aufgehört. Also mal kurz Zusammenfassung, ich habe eine Pause eingelegt und im April geht es weiter. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ingame natürlich auch, sofern ich online bin. Sonst einfach in die Kommentare oder bei Facebook, wo ich auch in der DSO-Gruppe zu erreichen bin. Freue mich wie immer über den Daumen nach oben. Vielen Dank auch fürs Zuschauen aktuell und für die Treue und Begeisterung halten, weil es so lange nichts kam, aber die Leute sich trotzdem noch freuen, wenn ich ein Video hochlade. Und würde sagen, es geht beim nächsten Mal weiter.